Alles klar, verpiss dich, geh mit mir. Ich passe. Ja. Hey Jimmys, was geht ab? Ich bin euer Peterle und ich fahre jetzt zurück ins YouTube-Haus. Ich war gestern seit dem Prank nicht mehr da, hab Revi nicht getroffen und ich möchte heute einfach mal seine Reaktion filmen. Es könnte sein, dass ich ihn da nochmal pranke, denn ich habe einfach Bock, Revi so richtig um den Sack zu gehen. Ich find's lustig, damit, wenn das heute nochmal der Prank klappen sollte, den ich vorhin hab, dann fordere ich Revi heraus, nachzuziehen. Und dann, Junge, wenn du es schaffst, mich zu pranken, ich bin nämlich der Prankkönig, mir fallen so viele coole Sachen ein, dann ja, lasse den Krieg beginnen. Und Revi, ich besuche dich jetzt mal und entschuldige mich auf eine etwas komische Art und Weise. Man, you feel you need a breakthrough. A bunch of dreams you gotta make true. In a vision a little clear. So Leute, zu Hause angekommen. Jetzt werde ich den lieben Revinz halt meine Hand anbieten zum Entschuldigen. Ich fahre eigentlich mit. Und mal gucken, wie er dann reagiert. Bist du leise? Ich stich dich ab. Hallo, ich hey, ich will mich bei dir nochmal entschuldigen. Alles klar, verpiss dich, geh mit mir, ich hasse. Ah, schon wieder! Ja, mich gepeilt, Maria. Revi. Jetzt raus, Mann, ich will mal aufnehmen! Mann, Peter, was ist das für eine Scheiße an meiner Hand? Ich hab gewegt! Das ist kein blauer Weg, so geht's! Nein, Revi, warte kurz auf! Was ist denn das, Mann? Hast du ein Paket für mich angenommen? Ja, was liegt da in der links in der Ecke? Jetzt hau ab, Mann. Nice, ich liebe dich. Verschwinde, Mann! Warte, wie war der Prank? Hör mal, die Wohnung aufzuschließen! Wie war der Prank? Der war scheiße. War es traurig? Es war richtig scheiße, Mann. Ich fordere dich hier raus, mich auch zu pranken. Ich prank dich, Alter. Ich rasiere dir im Schlaf die Eier oder sowas. Jetzt raus. Ich vergewaltige dich im Schlaf. Das ist auch ein Prank. Straftat. Okay, tschüss. So, da haben wir Revi mal wieder schön angeschmiert. Und eigentlich wollte ich eigentlich nur rübergehen. Klar, ich habe mich entschuldigt, aber ich habe ein Paket bekommen. Und da sind meine neuen Fußballschuhe drin. Die will ich euch natürlich zeigen. Guck mal, Zeiten, neue Fußballschuhe. Das ist neue Fußballschuhe. So. Die haben nämlich dieses, was viele Nikes auch haben, diesen Knöchelschutz da oben drin und Schraubstollen. Habe ich bis jetzt wirklich noch nie getragen in meinem Fußballleben, noch nie Schraubstollen. Warum die Adora? Ich wollte einfach mal jetzt nicht so viel Geld ausgeben und die hatte ich früher immer, die Adora. Und als ich angefangen habe damals und ich weiß immer, dass Qualitätsschuhe waren. Deswegen habe ich mich mal wieder für die Adora entschieden. Jetzt nichts gegen andere Firmen, Nike, Adidas und so. Aber diesmal dachte ich mir, back to the roots, hole ich mal das. Was ich als erstes hatte, das waren nämlich die Adora-Schuhe. Und ich bin mal gespannt, wie die sich einlaufen. Muss ich mal anprobieren. Tyson, was isst du schon wieder da? Mensch, dieser Hund, der ist einfach Papier. Leute, das war's auch schon vom Vlog. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr Pranks sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tschaußen.